Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play League of Legends Part. Ich habe Riven, da ist sie, noch nicht gekauft, sie ist kostenlos. Ich habe sie ausprobiert und das sehr gut empfunden für meinen Spielstil und also sehr gut angepasst an mir. Und ich werde sie kaufen mit Echtgeld. Und ein Skin, den ersten Skin, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, wie sieht am coolsten aus. Play Bunny ist ein bisschen für mich nichts. Also für die, die gerne ein bisschen Playboy, ein bisschen auf Sex aussehen und so, die dürfen das gerne nehmen, aber ich nicht. Und ich möchte auch nicht so ein bisschen noobisch rauskommen. Weil es ist eher peinlich als cool. Ich habe Garen und Ashe wahrscheinlich. Sinjet Mitte oder Caitlyn Mitte. Teamer Bot oder Top. Ich hoffe nicht schon wieder. Ich musste mit mit Riven die ganze Zeit gegen Teamers kämpfen. Aber ich habe die so extrem besiegt. Also Riven ist sehr gut, hält einiges stand und hat extrem die Q, macht extremen Schaden und die Ulti und die E machen sehr viel defensiv und du kannst sie noch stunnen. Das ist einfach genial. Also kann ich nur empfehlen, Riven zu spielen. Viele unterschätzen Riven, aber wenn man sie richtig gut spielt, richtig gut zielt, mit der Q muss man richtig gut zuerst zielen, dass der Einschlag genau auf dem Champion ist, wenn er abhaut. Also immer hinter dem Champion anvisieren. Und am besten werdet ihr am Anfang auf E setzen, weil dann die Leckzeit abgeht und dann habt ihr eigentlich immer ein Schild. Wenn ihr angreift, natürlich. Wenn ihr flieht nicht, dann würde ich mit Riven immer angreifen, egal ob ihr stirbt oder nicht. Wieso sind die FPS so niedrig oder wird das nur als 2 angezeigt? Keine Ahnung. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Jetzt muss ich die Aufnahme beenden. Ich nehme keine Videos auf, hochladen. Boah, den Bambus-PC. Das ist das schrecklichste Team. Okay, er ist sogar Noob, also wird es wahrscheinlich ein schlechtes sein, obwohl er einen Skin hat. Und er will nur so machen, als müsste man ihn unterschätzen. Damit er seine Pussy-Taktik gut einsetzen kann. Ja, Teemo ist einer der größten Pussy-Charakter. Dann am besten mit Fernkampf oder Magie gegen Teemo. Oder eben wie Riven, also als Tank, als Off-Tank. Und wenn ihr Teemo habt, auf Magie setzen, Magieresistenz. Weil es gibt fast keine AD-Teams mehr. Komm schon. Oh yeah. Hoffentlich hat er keine Verbindung. Dass er disconnected wird oder so. Das ist meistens so bei denen, die extrem lange zum Laden haben. Und jetzt geht es sogar noch langsam.
Ja, nicht so ein ausgewogenes Team. Zwei Fernkämpfe, AD Carry, ein Mark, also ein AP, ein, ja, was sagen wir, alles zusammen und ein Tank. Ist nicht so gut. Pantheon hält viel aus, Riven hält viel aus, ist aber Off-Tank, er ist auch Off-Tank, er hat sowieso extrem viel Schaden, AD Carry. Sie ist Magierin und er ist RPG, also sehr ausgewogen. Also nicht ganz, ganz super, weil ein Tank fehlt und ein Supporter, aber pff, wir gewinnen sowieso. Lerne aus deinen Fehlern. Ist kein Jungler, nein. Ein Beschwörer Ja, der lässt sich in Jungler wurde unser so Team ein. extrem schlecht. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Verschlechtert, Jungle. Mobs wurden stärker gemacht. Belohnung wurde nun untergeschützt. Ich bin so weit gekommen. Mein Geist ist nicht verloren. Dreißig Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Weil die kaufen alle drei Heal-Pots. Und der kauft Ekianen für Dinge, für. Ein Schwert spiegelt Tja. seinen Besitzer wider. Die Vasallen sind erschienen. Welcher Konflikt wartet? Wie soll ich weiter? Game top. Wähle deinen eigenen Weg. Mein Gegner wurde getötet. Würden der Vergangenheit. Zum Wohle vieler. Das macht nichts. Gewalt Ich kann ja gegen Gewalt fliehen. zu beenden. Seht ihr, das ist extrem der Angriff, das ist einfach extrem. Mein Geist ist nicht verloren. Lerne aus deinen Fehlern. Er geht schon zurück. Hey, was ist das für ein Noob? Welcher Konflikt wartet? Wenigstens kommt er schon wieder. Ich bin so weit gekommen. Ja.
leider gar nicht mal zurück. Jetzt verliere ich noch einmal. Das mache ich nie mehr mit Riven, wenn ich mit Dingen angreife, obwohl man Schutzschild hat und so. So, ich mache sofort auf Bluttester. Ich spare mir das Geld nicht. Ich hoffe, das teuerste, also eines der teuersten, wegen dem Riesenschwert. Wähle deinen eigenen Weg. Nicht der Tank angreifen. Bürden der Vergangenheit. Ein Schwert spiegelt seinen Besitzer wider. Mein Geist ist nicht verloren. Ein Gegner wurde getötet. Bürden der Vergangenheit. Voll die Noobs. Wähle deinen eigenen Weg. Dann geh du zurück. Sie haben die Grenze überschritten. Ein Schwert spiegelt seinen Besitzer wider. Meine Hände sind befleckt. Wie soll ich weiter? Ich bin so weit gekommen. Es muss geschehen. Zum Wohle vieler. Welcher Konflikt wartet? Sie dürfen nicht ungestraft davonkommen. Ein Augenblick der Klarheit. Er spiegelt seinen Besitzer wieder.